Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Online. Teso, ach ja, wir haben den Bogen ausgerüstet. Stimmt, ja, wir wollen ja ein bisschen mit Bogen spielen. Wir sind jetzt Rang 14 und ein bisschen kann man noch. Ich glaube, mit den anderen, mit den zwei anderen sind es 35, wow. Und trotzdem bin ich hier noch Schläger Stufe 1. Nicht schlecht, nicht schlecht. Henker, was ist denn das? Henker? Reichweite 5 Meter? Okay. Kenne ich gar nicht mehr. Na gut, jedenfalls, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zu der Bärenprankenmine, denn ich bin der Meinung, die haben wir noch nicht gemacht. Falls wir sie schon gemacht haben, werden wir das ja sehen. Dann werde ich da nicht weiter nachhaken und dann haben wir es hinter uns. Warte mal, wie kommt man denn da noch am besten nochmal hin? Andersrum. Andersrum müssen wir da hin. Das wäre jetzt dumm von mir. Falls wir sie gemacht haben, müssen wir uns nach neuen Gegenden umschauen. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, wir haben sie noch nicht. Weil die hatten wir, glaube ich, ausgelassen wegen der Quest, die wir gemacht hatten, hier mit diesen komischen irgendwelchen Steinen. Nee, die haben wir gemacht. Die haben wir gemacht. Stimmt. Stirb, 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 stirb. Du auch. Und großer Schuss. Und großer Schuss. Naja, großer Schuss. Ist eher, naja. So, weg mit euch, ey. Stimmt, wir müssten mal unsere Sachen nochmal wegbringen. Wie viel Platz haben wir denn jetzt noch im Inventar? Ah, 7 Stück. Ich glaube, das reicht fürs nächste. Schicker Hund. Gefällt mir. Ja, ich glaube, das reicht, bis wir bis zum nächsten Gebiet kommen. Ich glaube nämlich, dass diese Folge wir es bis zum nächsten Gebiet schaffen. Ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Hier war gar nichts. Hier war tote Hose irgendwie. Hier war echt nichts. Dann werden wir mal den Weg dann weiter folgen einfach. Was anderes bleibt uns jetzt nicht übrig. Kann natürlich sein, dass wir echt nichts mehr hier finden an Orten. Aber in dem Haus hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht, oder? Hier gibt es auch nichts Geiles zu stehlen. Die alten Wege. Das ist mir weitaus. Das ist mir wirklich jetzt erstmal zu lang. Wer bist du denn? Okay, irgendjemand, der gerade eine Ansage macht. Habe ich denn eigentlich noch meine gestohlenen Gegenstände? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich denke nicht, ne? Okay, das sind zwar keine Vorräte, aber man kann ja immer mal die Dinger hier wegmachen. Gebrauchsgüter. Nee, Vorräte. Nee. Okay, habe ich auch schon verkauft gehabt. Gut. Gerüchten zufolge werden die Soldaten aus dem Feldlager nach Kat Bedrau vorrücken. Mögen die 80. Ihr habt nicht zufällig ein wenig Skooma übrig, oder? Nein? Schon in Ordnung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich war nur neugierig. Ist klar. Oh, was ist denn hier los? Ha. Der uralte Altar. Da war der Boss der Bosse. Meine lieben Freunde, da war der gute. Wie hieß der? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So gut war der. Da ist er. Ach, Zimmel Cruz, genau. Der war echt hart. Der war wirklich hart. Ich kann ja mal was nachschauen. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Ich kann ja mal nachschauen in Fertigkeiten, Tagebuch, Errungenschaften, Übersicht. Achso, das ist die Übersicht. Okay. Trophäen, Recht, Allianzkrieg, Handwerk, Lager, Verliese, Erkunden.
Was? Nee. Admiri Dominion. Bla. 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 Mann, komm. Lass mich jetzt hier durch. So. Meisterkunde von Sturmhafen. Entdeckt und säubert alle sechs Höhen und alle markanten Orte in Sturmhafen. Okay. Höhlenerforscher. Erforscher der Bärentrankmine. Habe ich hier alles jetzt erforscht? Moment, was? Entdeckt und säubert alle Höhlen. Im Ort im Territorium, okay, hä? Ach so, ab hier geht das jetzt los. Mit Kluftspitze und so. Also ich glaube, wir haben alles. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt alles haben. Von daher gehe ich nochmal hier runter. Oh, diese Folge könnte echt was Besonderes sein. Da wir jetzt wahrscheinlich in das nächste Gebiet laufen. Nicht das hier, sondern ein anderes. Aber ich will nur mal gucken, ob hier nicht noch was ist. Aber es sieht mir nicht so aus. Da ist der nächste. Da ist der Eingang zum nächsten. Klar, das hier können wir nicht machen. Das ist wieder so ein scheiß Anker. Wir werden dann mal zu ihm hier reisen. Ja, ich gebe dafür jetzt extra Geld aus. Ich weiß. Okay, was ist das für eine komische Animation gerade gewesen? Dann reden wir mit dem. Und dann gehen wir zur Kluftspitze. Ein neues Gebiet. Yay! Geil! Dann gucken wir uns da kurz um. Gehen dann zurück nach Durchsturz. Bündnis. Hier. Wie heißt es? Die Stadt, wo wir mal hingehen, um alles zu verkaufen. Ihr wisst schon wo. Können wir auch eigentlich im Sturmhafen machen. Ihr wisst. Mein Gott. Ist egal. Ich bin gerade verwirrt. So, what the shit? Was ist denn hier los? Wie sieht denn hier alle? Das ist mal eine interessante Mischung und der Name gefällt mir auch. Den kann man super schön lesen. Das ist ein schöner Mischmasch. Ja, das ist schön. Da ist Hauptmann Ernele. Steck mal in den Bogen. Brauchen wir jetzt nicht, Kumpel. Wir gehen jetzt auf eine Mission. Auf eine Mission. Auf eine weitere Mission. Hauptmann Ernele. Wo bist du? Da ist er. Wo bist denn du? Baut es auf, reißt es ab. Das einzig Gute daran ist, dass ich so oder so dafür bezahlt werde. Okay, gut. Hauptmann Ernele. Schmückenden Feder an eurer Kappe zurück? Ein Sieg über die Eisenhand-Oger? Ich wünschte, ich hätte eine solche Großtat vorzuweisen. Ehrlich gesagt ist es eine Ehre, euch zu kennen. Gibt es noch etwas, wofür ihr mich braucht? Der König hat mich gebeten, dafür zu sorgen, dass das Fallbeil zerstört wird. Aber ja, natürlich, ja. Es wird abgerissen und verbrannt. Der König sagte mir, dieser Auftrag sei von allerhöchster Dringlichkeit. Ich gebe es zu. Ich dachte, er würde scherzen, aber ich nehme an, er hätte euch wohl nicht eigens geschickt, wenn das der Fall wäre. Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln. Danke, vielleicht könntest du auch das nächste Mal ein bisschen schneller reden, das wäre ganz geil. Ich könnte auch hier erstmal schöner alles verticken. Schneiderin. Geht ja auch eigentlich, oder? Ja, hier kann man auch verkaufen. So, Kriegsaxt des Großkönigs. Oh, das haben wir uns doch gar nicht angeguckt. Die gute alte Kriegsaxt. Jawohl. Die habe ich total vergessen, meine Güte. Die Kriegsaxt. Die ist besser. Verringert die Rüstung des Ziels 5 Sekunden lang. Okay, Waffenangriffstempo. Die ist geil, die nehme ich. Dann kann der Rest ja weg. Ach, da ist sie. Ich wollte gerade schon sagen, ey. So.
Hä? Nee, das lasse ich mal. Sammlerstück. Okay, gut, dann kann das weg. Aha. Aha. Aha, 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 aha. Aha. Oh, das muss auch alles weg. Leider, leider, leider. Hier gibt's. Ich werde reich hier. Leck mich am Arsch. Ja, hier, komm, kriegst du auch. Geil. Mensch, 40 habe ich jetzt noch, glaube ich. Oder? 41, okay. Gut, den Rest einlagern werde ich später. Na Gott, wenn ich schon das Wort einlagern höre, ne? Kriege ich gleich einen Kotzreiz. Dann reisen wir mal. Dann reisen wir jetzt zur Kluftspitze. Oh, Freunde, ein neues Gebiet. Zwei haben wir jetzt hinter uns. Okay, mit den Inseln jetzt. Mit ungefähr 5 Gebiete. Und jetzt kommen wir, also wir kommen ins dritte große Festlandgebiet. Ja, ich bin schon echt gespannt. Wie das vor allem dann aussieht. Ich hoffe nicht so eintönig wie jetzt hier wieder. Das sieht ja genauso aus wie Glenumbra. Was macht denn der da? Geht's dir gut? Kumpel, Skoma soll helfen, aber... Was macht der denn da? Oh, der hat aufgehört zu tingeln. Okay. Okay, der da neben mir sieht krass aus. Gehen wir hier hin. Jawohl. Oh ja. Oh ja, neues Gebiet. Es sieht ja auch schon von der Karte ein bisschen anders aus. Nicht so grünlich, sondern eher so staubig und wüstig. Hat man ja schon gesehen, die Kluftspitze. Mal schauen, ob das auch der Wahrheit entspricht. Boah, leck. Das war krass. Sprecht mit Gildenmeisterin. Ich werde sich mit der ollen Otze reden. Keine Lust drauf. Was ist denn da? Eis zur Magiergilde? Guck mal, das müssen wir auch noch machen. Soll das etwa heißen, wir können euch jetzt neue Gebiete... Nein, das werde ich euch jetzt nicht nehmen. Für die, die vielleicht in diesem Gebiet noch nicht waren. Nee, nee, wir machen das jetzt. Wir werden jetzt dahin reisen. Und dieses Gebiet hier hinter uns lassen. Hier ist es. Das nächste große Gebiet, meine Freunde. Gucken wir uns doch einmal an, wie viele Gebiete wir geschafft haben. Wir haben ein großes Gebiet, das zweite große Gebiet, eine Insel, noch eine Insel. Wir haben also insgesamt 4 Gebiete geschafft. 4 Stück. Und jetzt kommt das 5. Gebiet. Los geht's. Kluftspitze. Oh, das sieht verdammt geil aus. Holy fuck. Sehr düster, gefällt mir. Muss es auch mal geben. Ich hoffe, das ist nicht nur so der Schein, sondern es ist auch wirklich so. So ein bisschen mehr düsteres Gebiet. Ein anderes Setting. Kluftspitze. Es hat auf jeden Fall schon mal sehr hohe Berge. Es hat was. Die Bäume sind auch ein bisschen anders. Schornhelmsoldat. Gucken wir uns doch mal die Karte an. Ach, wir sind doch gar nicht richtig durch. Guck mal, wir sind immer noch im Sturmhafen. Was soll denn das? Ich dachte, wir sind schon durch. Hallo. Hallo. Na gut, da wird es mal Zeit, wirklich zur Kluftspitze zu gehen. Jetzt sind wir in Kluftspitze angekommen. Guckt es euch an. Das erwartet uns in den nächsten... Hunderte Folgen lang. Obwohl ich mir sicher bin, dass man das hier alles nicht erkunden kann, das große Stück. Was ein bisschen schade ist. Aber wir haben 2 große Städte. Schornhelm und Nordspitz. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hallo. Hi. Sprech mit Darien Gautier. Ah, der Weg nach Kluftspitz, okay. Ihr seid einfache Soldaten, hier sind Pferde.
Was? Gildenhändler Dragon's Keep? Okay. Was ist denn das für ein Name? Fanviario. Okay, gut. Krass. So, Darien. Ach, du wieder. Was haben wir hier? Ich denke, ich sehe einen weiteren Abenteurer und ich wette, es ist kein Zufall, dass ihr in diese Richtung unterwegs seid. Habe ich recht? Sind die Probleme in Kluftspitze auch zu euren Problemen geworden? Leider ja. König Emmerich hat mich hergeschickt, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich fürchte, das ist leichter gesagt als getan. Aber es freut mich zu hören, dass Emmerich überhaupt etwas daran liegt. Wir dachten schon, unsere Depeschen kämen gar nicht durch. Ich wollte gerade selbst nach Wegesruhe laufen, aber den Ärger habt ihr mir erspart. Und ich vermute, ihr könnt mir auch noch ein wenig mehr helfen. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, Kluftspitze steckt mitten in einem Bürgerkrieg, der genauso blutig ist wie die Rebellion des alten Ranzers. Dieses Mal ist es Baron Montclair. Er hat offenbar entschieden, dass er der König von Shornhelm wird. Ganz gleich, was die anderen Adelshäuser dazu sagen. Baron Montclair hat einen Bürgerkrieg begonnen? Sicher doch. Der Bastard hat die Stadtwache bestochen, die anderen Adligen angegriffen und halb Shornhelm erobert. Jetzt laufen Montclairs Truppen überall herum und treten der Shornhelm-Wache ordentlich in den Hintern. Also, wollt ihr mir helfen, das Königreich zu retten? Aber sicher, ihr könnt auf mich zählen, Bitch! Denkt an den Ruhm. Es wird genau wie in Ranzers Krieg sein. Wir retten Kluftspitze und die Frauen werden uns anhimmeln. Es wird großartig sein. Ihr werdet es sehen. Geht zur Kapelle von Shornhelm und sagt Gräfin Tamrit, dass ich euch für die Sache rekrutiert habe. Sobald ich kann, werde ich da sein. Und warum hat sich Montclair ausgerechnet jetzt zum Angriff entschlossen? Warum handeln Tyrannen, wie sie handeln? Aus Ehrgeiz? Aus Ruhmessucht? Ich weiß es jedenfalls nicht. Aber ich weiß, dass Montclairs Streitkräfte die halbe Hauptstadt eingenommen haben und sich bald auch noch den Rest holen werden, falls die Shornhelm-Wache keine Hilfe bekommt. Was könnt ihr mir sonst noch über Montclair selbst erzählen? Baron Villon Montclair. Da gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Vor all dem hier teilte er sich die Herrschaft mit zwei anderen Adelshäusern, Dorel und Tamrit. Gräfin Tamrit meint, sie hätten sich zwar nie sehr nahe gestanden, aber dass er einen Krieg vom Zaun bricht, überrascht sie sehr. Und wer ist diese Gräfin? Sie ist das Oberhaupt eines der Adelshäuser. Jung, aber schlau und sehr fromm. Ich habe gehört, sie hätte in Sturmhafen studiert und stünde in Emmerichs Gunst. Noch dazu ist sie nicht gerade hässlich. Aber ich versuche nicht darauf zu achten, weil ich doch derzeit in ihren Diensten stehe. Okay, und was geschah während des Ranzerskrieg? Ranzerskrieg, doch. Damals redete ganz Tamriel davon. Es überrascht mich, dass ihr nichts davon wisst. Das ist alles ungefähr 10 Jahre her. Unser geliebter Großkönig beleidigte König Ranzer von Shornhelm mit irgendeiner kleinen Taktlosigkeit. Ranzer vertrug das schlecht und erklärte Wegesruh den Krieg. Und das war ein echter Krieg? Wenn man ihn denn so nennen will. Er dauerte ungefähr 1 Jahr. Gerade lang genug, damit Emmerichs Truppen ein wenig ihre Manöver üben konnten. Als er vorbei war, war Ranzer tot und der Frieden im Königreich wiederhergestellt. Seitdem hat ein Triumvirat aus Adligen das Sagen in Shornhelm. Okay. Was könnt ihr mir so erzählen, was ihr so letztens so getan habt, ohne meiner Anwesenheit? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich habe mein Schwert in den Dienst gerechter Unterfangen gestellt und mit den Damen geschäkert. Ich habe in jedem Gasthaus von hier bis Glen Umbra einen gehoben und meinen Freund Skordo bei jeder sich bietenden Gelegenheit beim Kartenspiel geschlagen. Es ist toll, euch wiederzusehen. Das ist ja schön. Mensch, es ist auch super, wieder mal Bekannte wiederzusehen. Das ist ein Erlebnis, was es in keinem MMO gibt. Man sieht einfach mal bekannte Gesichter wieder. Okay, gut, das ist bei World of Warcraft auch so, aber hier ist das wirklich krass mit den Quests verbunden und das ist das Schöne daran. Wenn man die nämlich nicht macht, dann weiß man, dann hat man keine Dialoge wahrscheinlich freigeschaltet. Gut, dies soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich bin gespannt, was uns hier in Kluftspitze, in Shornhelm und vor allem, was diese Stadt hier noch mit den ganzen Ereignissen zu tun hat, was hier so passiert. Ich bin wirklich gespannt, was uns noch hier so alles erwartet. Wir haben auf jeden Fall hier 3 Quests zu erledigen und wir haben immer noch die Magier-Gilden-Quests. Ich bin gespannt. Also, haut rein, bis zum nächsten Part von Let's Play The Elder Scrolls Online Teso und ciao.